Moin Moin! Und da sind wir wieder bei Pokémon Let's Go für die Switch. Und ja, letztes Mal sind wir hier ein bisschen hängen geblieben, aber es lag einfach nur daran, dass ich gar nicht genug Pokébälle dabei hatte. Jetzt habe ich mir welche nachschubmäßig besorgt. Und wir haben richtig zu tun. Müssen wir nur den Pokéball einmal wechseln hier. Wir haben die Superbälle. Und los geht's. Ah, okay. Das Ziel üben hier. Zack. Testen wir mal, ob das jetzt besser geht. Weil die roten Bälle, kann schon etwas schwierig werden. Aber bei dem hat es geklappt. Perfekt für uns. So. Timmy steigt auch wieder auf. 29, bald ist er 30. Dann können wir ein paar Flottbonbons Plus nutzen. So. Er trägt den Schädel seiner Mutter als Maske. Sein Wein hallt darin wieder und wieder zu einer traurigen Melodie. Okay. So. Ich mache auch die ganzen Abzweigungen nehmen wir den ganzen Pokémon, weil... Oh. Ich fange jetzt gleich einen Kleinstein ab hier. Zack, fabelhafter Wurf. Mit einem fabelhaften Wurf müsste auch irgendwie belohnt werden, damit das immer klappt, oder? Das macht keinen Sinn. Dann brauche ich auch nicht fabelhaft werfen, wenn es da nicht klappt, oder? Macht ja keinen Sinn. Für mich jetzt. Weiß nicht, wie ihr das seht. So. Kleinstein wurde gefangen genommen. So, Pummelhoff ist aufgestiegen wieder. Sehr gut. Ja. So. Karate Man. Boom. Den nehmen wir mit. Ah, du kommst gegen meine Stärke nicht an. Oh, der hat gefragt, kommst du gegen meine Stärke an? Schon mal, was Ryo drauf hat von. Toku heißt er, okay. Stein. So. Kreideschrei. Autschi. Verteidigung. Oh, das ist nicht gut. Gleich nochmal ein Doppelkick. Mit dem Volltreffer. So. Echt krass, ne? So einen riesen Steinwurm, den wir auch mal besiegen. Hoppla, das war ja ein starkes Stück. Du gewinnst Geld von mir. Und du kriegst drei Pokébälle. So, wir gehen mal hier weiter erforschen. Da ist noch ein anderer. Kommt hier unten noch irgendwas aus? Ne, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist ein Pokéball. Oh. Noch ein Karate-Tiger-Typ. Zeig, was du drauf hast. Ich zeig dir, was ich drauf hab. Komm hier. Zeig, was du hast. Steichi fordert dich heraus. Mankey, okay. Feuer gegen Feuer. Soll ich das sagen? Zack. Deutsche Quapuzzi ein. Ne, wir wollen nicht wechseln. Wir wollen mit dem gleichen weiterkämpfen. Ach, das Scheißding. Das ist doch hässlich, ne? Der hat so eine richtig schöne Zielscheibe. Der tackeln wir direkt. Ah, haut nicht so viel. Ah, Blubberstrahl. Okay. Ah, ist nicht ganz so schön. Ein kleiner Doppelkick. Ah, zwei getroffen. Blubberstrahl. Komm, wir machen nochmal einen Doppelkick. Oh ja. Super. Oh, wir Geld bekommen und wir ein paar Bälle. Perfekt für uns. Schlecht für die. So, wir schnappen uns noch hier den Ball. Superbälle, das ist doch gut. Die könnte ich gut ganz gerne mal öfters finden.
Wir machen es aber. Wir gehen erstmal hier zu dem Typen. Meine Pokémon werden dich das fürchten lernen. Da bin ich mal gespannt. Das glaube ich kaum. Denn ich bin Johnson und habe Tim dabei. Steine. Na gut. Jetzt noch ein Doppelkick von mir. Zack. So, wen hat er noch drauf? Und wen kriegt er dann noch? Onyx. Nein, wir kämpfen weiter. Gleichen Tritt nochmal. So. Er gräbt sich in der Erde. Oh, das ist nicht gut. Oh, einen kleinen Sandwirbel. Bringt zwar nichts. Aber der Schaufler kommt. Ah, der Schaufler tut weh. Noch ein Doppelkick. So. Oh. Hier Geld. Georock. Nee, den behalten, bleiben wir hier. Wir nehmen keinen neuen. Das ist der Steinman, wa? Ja, das ist effektiv gegen Steine irgendwie. Warum auch nicht? Okay, das knallt auch ein bisschen auf mich. Das ist ganz geil, das hört sich geil an, der Sound. Ein schöner, schöner Sound für mich. So. Ja, der Rest des Pokémon erhält auch Erfahrungspunkte. Sehr gut. Wanderer Hugo wurde besiegt. Verloren. Am Ende hast du mich das Fürchten gelehrt. Du kriegst ein bisschen Geld. Und 3 Pokébälle. Ist auch gut, dass die ganzen Trainer nicht so nachtragend sind oder so. So, hier oben war eine Leiter, da gehen wir mal hoch. Oder wir klopfen an. Hast du nicht auch das Gefühl, dass dieser Tunnel gar nicht mehr aufhört? Das Gefühl habe ich wirklich. Der Tunnel ist wirklich ellenlang. Captain Jano fordert dich heraus. Nee, Camper, nicht Captain. Vulcano, oh, den haben wir gar nicht gesehen. Ah, doch, haben wir schon gesehen, Entschuldigung. Ah, Vulcano. Vulcano, also, probieren wir mal aus. Feuer und Fell verträgt sich doch nicht, gell? Nicht so effektiv, sagt er, okay. Naja, weil er auch Feuertyp ist, ne? Gut zu wissen. Dann treten wir das Feuer mal aus. So. Müssen wir gleich unseren kleinen Pocky heilen. Oh, du hast gewonnen und gewinnst wieder Kohle von mir und Superbälle. Du Arsch. Hätte er gedacht. So. Wir müssen mal ganz kurz in den Beutel reingehen und gucken, ob wir... Also am Anfang habe ich mich noch so ein bisschen genervt darüber, dass man das alles nur mit diesem einen Controller im Arm spielt. Aber, muss doch sagen, das ist irgendwie ganz angenehm. Man muss irgendwie nichts machen. Man hat erst nur die rechte Hand ist so ein bisschen... noch einmal benutzt, das war schlimm. Das ist wirklich angenehm, man kann mit einer Hand so spielen, ganz easy, peasy. Wo, links oder rechts? Nee, ist mal links rum. Ein paar müssen wir anfangen, damit wir noch ein bisschen aufsteigen. Oh, da war ein Lascherwurf, ne, mach ich nicht. Jetzt kommt ein perfekter Wurf. Boom, fabelhaft! Rino. Komm schon. Yes. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn der weg nicht funktioniert hätte. Ah,
Weiter runter. So kleine, fangen wir auch nochmal. Oh, ich brauche noch viel. Nervig. Haben wir. Tragosso wurde gefangen. Okay. Wir müssen den Feld schon mal abschließen hier. Oh, Pikachu ist aufgeschrieben. Kleinstein auch. Sag mal, was ist denn der Slam? Nee, brauchst du nicht lernen. So. Kleinstein entwickelt sich, okay. Yes. Das ist doch schön. So, Tragosso haben wir angefangen. Müssen wir noch gegen ihn kämpfen hier einmal. Könnte es sein, dass ich mich hier verlaufen habe? Weiß ich, warum greift mich der an? Suchst du nicht den Ausweg? Warum suchst du nicht einfach den Ausweg und lässt mich in Ruhe? Wanderer Oliver fordert hier raus. Die ganzen Steindinger, die nerven sich ein bisschen. Ich weiß, Feuer ist... Na wohl, mach es mal. Ganz effektiv in unser Plattfuß. Aber wir machen es trotzdem. Sie sehen, wie lässig aus die Tarnsteine, aber... So. Autschi. Eine Sau. Tackeln wir mal. Noch ein bisschen loswerden, diese. Boah, nicht so effektiv, das stimmt. Ah, trotzdem gereicht, wie? Mit der Verbrennung. Ist der Fujikato. Tim erreicht Level 30. Sehr gut. Yeah. Angriff. Okay. Der Rest erhält auch Erfahrungspunkte. Sandama. Nee, wir wollen da kämpfen. Kratzfuhr hier, oh geht. Na los, komm. Gibt's doch gar nicht. Nein! Oh, so blöde, kann man nicht so viel machen. Beutel nehmen. Hier einen kleinen. Ups. Einen kleinen Tran. So, 4 Punkte oder soll's. Hier wurde aufgefüllt. Dankbar ist er. Klar ist er dankbar. Hab ich auch gemacht. Boom. Okay, jetzt müssen wir dich leider tackeln. Und du stirbst. Und Erfahrungspunkte. Gut, okay. Oh. Hätte ich mich lieber zum Ausgang leiten lassen, statt mich zu einem Kampf verleiten zu lassen. Ja, das ist natürlich dumm von dir. Hättest mal lieber auf deine Mami gehört. Oh, hier. Na. Hat den bekommen? Das weiß ich nicht.
Oh, ein Glimanda ist immer gut. Oh. Oh, wie kriegen wir den? Müssen wir schon aufpassen. Warte. Entspannt. Ja! Sehr gut. Pummelupf ist aufgestiegen. Wäre auch noch besser. Mimikry. Nee, brauchen wir nicht hin. So. Glumanda. An sehr stillen Orten kann man seine brennende Schwanzschüsse ganz leise lodern hören. So. Den Glumanda will ich auf jeden Fall in mein Team haben. Das heißt, wir müssen einmal in den Beutel rein. Pokémon Box. Und Glumanda damit reinnehmen. Den schmeißen wir dafür raus. Anton, würde ich sagen. Der nervt mich total. Aus Team entfernen. Dann nehmen wir. Ein Team hinzufügen. Ja, hier kommt es rein, ist egal. So, müssen wir ein bisschen aufbereiten natürlich. Hoch machen, aber das kriegen wir auch hin. Hochspielen. So, hier gibt es. Oh, wer ist er denn hier? Achso. Dann können wir trotzdem anfangen. Wir müssen uns ja. Müssen ein bisschen Erfahrung sammeln. So. Guck mal, aus der Höhle mal rauskommen hier. Riesig die Höhle. Klasse, Rion wurde gefangen. Erfahrungspunkte. So, hier gibt es noch was, was wir einsammeln können. Ein Fluchtseil, okay. Gut zu wissen, brauchen wir zwar nicht, aber es gibt so, dass wir uns finden können. Hallöchen! Berge und Höhlen sind schon seit jeher mein Zuhause. Tu, nicht bloß nicht so, als wärst du hier der Boss. Wer ist hier der Boss? Ich. Ich bin hier der Boss. Wanderer Roland fordert dich heraus. Setz mal Scholo ein. So. So, versuchen wir einfach einen Tackle nochmal die letzte Energie wegzunehmen. Sollte ja klappen. Weiterkämpfen. Ich versuche immer den als erstes irgendwie. Ah, der haut nicht so viel rein hier. Steinwurf, okay. Autschi. So, die Verbrennung sollten den Rest erübrigen, oder? Okay. So. No. Sei nicht traurig. Das kann nicht jeder gewinnen. Ja, ist ja gut, du bist der Boss. Hier kriegst du auch noch Geld von mir. Oh. Heul, Suse. Oder? Mein Gott. Ein Pokémon nach dem anderen. Ich muss ein paar sammeln. So. Yes, gefangen. Und Punkte? Pikachu. Gearock. Und Glumanda. Glumanda entwickelt sich. Oh, cool. Perfekt. Glumanda ist durch Glutexo geworden.
kämpft es länger gegen stark gegen so Geräte, ist in Aufregung und spuckt manchmal gleißend helle, bläuliche Flammen. Na, ich hasse diese großen Viecher, ne? Hab ich erzählt? Hoffentlich klappt das ja beim ersten Mal. Das ist ja nervig. Na klar. Oh. Oh, bin ich dran. Was sind diese blöden Viecher? Oh, ein toller Werfen bei dem. Das gibt's doch gar nicht. Hier ist nochmal aufgestiegen wieder. Tim erreicht Level 31. Tim versucht rechte Hand zu lernen. Muss ich mir mal angucken. Anwender steigert die Kraft eines Angriffs eines Mitstreiters. Brauchen wir nicht. 27. Sag mal, was Rasierblatt kann. Das auf jeden Fall. Diese Attacke vergessen. So. Cool. Rasierblatt. Wird wahrscheinlich nichts werden. Oh. Mann, ich bin äußerst im Rand, ey. Okay. Hat gereicht für ihn. Sehr gut. Okay, jetzt stehen wir ein bisschen in der... War jetzt nicht so ein super Wurf. Aber da es gereicht hat, natürlich nicht. Die Momentklasse. So. Ist der? Nehmen wir auch mit. Oh, Mist. So eng die Kiste, oder? Naja. Glutexo aufgestiegen. Boah. So verrückt. Okay, ein bisschen kämpfen wir es auch noch. Wie cool, darauf hätte ich Lust. Kriegst natürlich meinen Pockdex, du blöde Schnäpfe.
Das war halt ich. Habe ich von Professor Eich bekommen. Clemens, komm her. Oh, Typ ist das. Was für ein Mädel. So. Achso. Ach, ich bin ja so neidisch auf dich. Hier kriegst du noch Geld von mir. Ein Hyperheiler. Na gut. So, hier geht's auch weiter. Ja, hier sind wir auch hergekommen, ne? Mal unten rum. Hier ist nirgendwo hin. Kannst du noch vorbeischleichen? Natürlich nicht. Hallöchen. Um dich im Gebirge nicht zu verirren, kannst du dir ganz einfach Zweige am Wegesrand abnicken und einen Pfad zu markieren. Super! Tipp von dir, du merkwürdiges Mädchen. Ass-Trainer. Nee, Ass-Trainer. Gut. Blue-Packs. Ich zeig ihn erstmal. Oh. Eieiei. Mal tackeln. Oh, Sünde. Kadabra ein. Nee, wir kämpfen weiter mit dem hier. Kadabra. Yes, oh, du bist stärker als erwartet. Hier kriegst du 2.500 von mir und 5 Hyperbälle. Hyperbälle. Die sind natürlich nicht schlecht. Okay, warte, siehst du. Ich will mal kurz gucken, ob hier noch mehr ist. Oh, ist so ein Karate-Heini. Da lauf mal rum. Da geht's in die Treppe hoch. Na, guck mal hier. Ein Supertrank. Aber die Medizin schon mal. So. Jetzt hier unten links. Komm, kämpf gegen mich. Auch mit einem Tunnel wie diesem triffst du auf Ass-Trainer, S-Trainer von Ass-Trainer für mich. S-Trainer. Von aufs Englische. Arsch-Trainer also halt, ne? Benny. Komm her, Benny. Dicker. So. Na, wir bleiben mal beim Pokémon. Oh. Okay. Da kommt rein. Kurz was fressen. Ja, Doppelkick ist sehr effektiv, nicht blöd. Aber Jesus, da kann er den ja auch nicht ab. Oh, einmal bin ich noch da. Tackeln wir den kurz. Müsste eigentlich reichen für ihn. Nein! Schade. Und Pikachu.
Sehr gut. Können wir noch mal was machen hier? Ah. Ist ja total lässig, das Ding. Der gute Geoburg. Catch Level 26, super. Geo-Rock, super. Blue Texo, na klar, du musst auch aufsteigen. Das kratzt an meinen Stolz. Hier hast du Geld. Und 5 Hyperbälle. So, warte mal. Müssen natürlich immer unser Team irgendwie da auffrischen. Dafür brauchen wir einen Beleber. Für dich. Und du kriegst auch gleichzeitig noch einen Supertrank. So. Mal weiter. Noch mal die ganze Höhle nicht erforscht. Da geht's da. Da müssen wir hinlassen, leider. Kennst du Pokémon Cosplay? Nein, ich würde mich niemals verkleiden wie ein Pokémon. Das wäre ja sehr merkwürdig und würde albern aussehen. Schwarzgurt Hero fordert dich heraus. Du schaffst das. Okay, So. Oh, Geowurf. So, wir müssen jetzt aus der Höhle rauskommen hier, oder? Kann nicht sein, dass wir hier irgendwie ablösen die ganze Zeit. Zack. Das konnte wohl nichts mehr machen. Du gewinnst wieder Kohle und 3 Puckbälle. So. Diese Höhle ist wirklich endlos, oder? Mega weit finde ich die Höhlen. Halt, Beutelkontrolle. Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls ihr, kommt bei mir vorbei. Ja, super, den hätten wir vorher erwischen sollen. Oh. Den Pfadfinder. So, Nidorina. Los geht's. Oh, gar nicht effektiv. Sehr, sehr schlecht. Ja. Okay. Sehr gut. Unsere Pflanze geht höher. Pummel aber auch. Oh, ich kann nicht sehen. Und super, weiter gewonnen. Super. Gehen wir kurz hier hinten das hinholen. Dann den Trainer mal vorbei hier. Ich will mal gucken, wie weit die große die Höhle hier noch ist. Sternstaub! Gigantisch groß die Höhlen, ne? Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Break und diese Höhlen, die müssen wir einfach in 3 Parts aufteilen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.